Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 7. Wir sind hier im letzten Part angekommen, nachdem wir mit dem Schiff quasi einen neuen Kontinent erreicht haben, nämlich in Costa del Sol, eine Stadt, die ich offensichtlich fälschlicherweise als Wüstenstadt deklariert habe im letzten Part. Ich wurde nämlich freundlichst darauf hingewiesen, dass es sich hierbei nicht um eine Wüstenstadt handelt, sondern ja, wahrscheinlich einfach nur um eine Stadt am Meer oder so. Guck mal, mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass die Ische da oben, dass die irgendwie ganz schön blass ist, dafür, dass hier die ganze Zeit die Sonne zu scheinen scheint. Aber okay. Ja, wir sind hier im letzten Part angekommen. Ich habe mich ja allerdings im Einzelnen noch nicht umgeguckt. Das Einzige, was wir hier genauer unter die Lupe genommen haben, das ist die Shinra-Villa, die jetzt im Moment irgendwie 300.000 Gil kostet und das können wir uns selbstverständlich nicht leisten. Und ich hoffe natürlich immer noch, dass wir hier auch neu einkaufen können. Oh, Backe, ey, wobei es um unser Geld alles andere als gut bestellt ist, aber notfalls kann ich ja rausgehen und ein bisschen trainieren. Ist nicht langweilig? Ein wenig schon. Wirklich? Ich langweile mich. Die Arbeit ruft. Hä? Ich dachte, die will mir jetzt irgendwas verkaufen oder so. Willkommen bei der Costa del Sol Touristeninfo. Was wollt ihr wissen? Ich glaube, das wissen wir alles. Also, beziehungsweise, ich werde mir das wahrscheinlich selber erschließen können. Ich will eine Übersicht. Einen Moment bitte, ich schau mal in den Reiseführer. Der sagt, Costa del Sol ist das Tor zum Westen. Es zählt zu den wenigen Touristenzentren auf der Welt. Klingt ja nicht sehr aufregend. Wenn ihr Spaß wollt, geht an den Strand. Da sind viele schöne Frauen. Du bist nicht zufällig reich. Oh, ey, so ein Typus Frau kann ich ja total leiden, ne? Ja, wir sagen mal ja. Lügner, du siehst nicht danach aus. Ich gebe dir trotzdem einen Tipp. Nach Costa del Sol solltest du Gold Saucer besuchen, ein aufregender Ort für Zocker. Wenn du nach Süden gehst, kommst du nach Gold Saucer. Dort sind Casinos und Vergnügungsparks. Zu Fuß ist es ziemlich anstrengend, davon kann ich nur abraten. Aber wenn du gerne reist, solltest du mal vorbeischauen. Okay, werde ich mir meine Erinnerung behalten. Also ich mag irgendwie solche Städte mit Casinos und so mag ich überhaupt nicht. Das habt ihr vielleicht in meinem Let's Play zu Enchanted Arms schon feststellen können. Und aber ich mag das auch in anderen Spielen nicht. Ich wollte noch mal gucken, wie sie reagiert, wenn ich jetzt hier kein bisschen sage. Habe ich mir gedacht. Aber wenn es dich interessiert, das ist die Straße nach Gold Saucer. Wenn du nach Süden gehst, kommst du nach... Ja, okay, das wissen wir inzwischen. Wir haben ja die Möglichkeit, uns einen Chocobo gegebenenfalls zu holen. Ich denke mal, das wird uns die Sache um einiges erleichtern. Auch wenn ich erstmal ein bisschen vorhabe, draußen zu kämpfen und mir anzugucken, was für Gegner wir hier haben. Ey, Baby, sollen wir uns nicht entscheiden? Hä? Noch nicht, denk dran, keine Kompromisse. Hallo? Bleibt immer stehen? Du hast recht, schließlich war die Reise teuer. Die führen doch irgendwas im Schilde. Irgendwie traue ich denen nicht über den Weg. Hallo, warum kann ich nicht mit denen sprechen, während die laufen? Aber warum baggern uns nur so wenig Typen an? Oh, okay, also das Frauenklientel ist hier irgendwie so mein absolutes... Guck mal, da hinten kam gerade jemand aus dem Wagen. Weil wir so teuer aussehen, glauben die meisten, wir wären schwer zu kriegen. Ja, Bescheidenheit ist eine Tugend, nicht wahr, werte Damen? Wahrscheinlich. Ich beneide die Durchschnittstussen. Wow, okay, ich krieg da nicht irgendwie so leichte Wutanfälle oder so. Nein, überhaupt gar nicht. Wir sollten uns langsam entscheiden. Okay, ich glaube, jetzt fängt das wieder von vorne an. Ich dachte, die bringen uns jetzt vielleicht an irgendeinen Ort oder so, weil die hier so irgendwie so bewegungsfreudig unterwegs sind. Guck mal, die eine hat voll die Spitzenfüße, na, obwohl die andere auch. Ich wollte gerade sagen, nee, guck mal, die eine hat rundere Füße. Okay, hier haben wir jetzt irgendwie nichts Neues erfahren können. In der Bar, da sind wir beim letzten Mal schon mal kurz drin gewesen. Haben allerdings nicht mit den ganzen Leuten hier gequatscht. Na, willkommen zur Bar der Sol, tropische Nächte gefällig. Oh ja, du stehst schon in mir drin, Baby. Das fängt ja schon mal sehr vielversprechend an. Willst du was trinken? Ist okay, lass dir Zeit. Ja, okay, ich lass mir sowieso Zeit. Also auch wenn du das Gegenteil behauptet hättest, gute Frau, hätte ich mich jetzt hier nicht gehetzt. Bitte, wenn du nichts von mir kaufst, komme ich nicht über die Runden. Okay, das ist natürlich auch eine komische Strategie, um hier Abnehmer zu finden. Na, ich glaube, ich werde das alles nicht brauchen. Molotow ist neu.
platinreif klingt irgendwie total stark, ist aber offensichtlich total schwach, besitzen wir aber auch noch nicht. Ja, und Molotow kann ich irgendwie nicht einschätzen, inwiefern uns das was bringt. Also anhand des Symbols würde ich mal fast sagen, dass... Ach nee, guck mal, da oben steht Feuerzauber. Ja, aber das wird wahrscheinlich auch ein Verbrauchsgegenstand sein, schätze ich mal. Nee, ich werde das erstmal nicht kaufen. Dafür ist mir mein Geld jetzt momentan noch zu schade. Wenn wir mehr Kohle hätten, wäre ich jetzt etwas experimentierfreudiger. Ich mag diese Stadt. Wenn du nackt bist, würde das keinen scheren. Ja, Baby, trink lieber noch einen. Ey, du scheinst nicht so ganz richtig sprechen zu können. Ja, okay. Der mag diese Stadt. Aber guck mal, der ist auch irgendwie... Ach, der ist nackt. Ne? Kann es sein, dass er oben ohne da sitzt? Ich wollte gerade sagen, der ist ziemlich warm angezogen, aber der ist voll nackig und der hier auch. Guck mal, der hat voll die Brüste. Ich? Willst du bestellen? Haben wir jetzt nicht mehr. Ja, bei den Besoffenen haben die Entwickler das gut, ne? Weil da können die dann, wenn die irgendwelche Fehler einbauen, das auf den betrunkenen Zustand des, des NPCs schieben, wenn dort irgendwas nicht richtig ist. Willkommen zur Bar. Achso. Hä? Wartet mal, hat das nicht... Sagen die das Gleiche? Achso, das war vorhin der Typ, mit dem wir hier gesprochen haben. Ich dachte, als wir reinkamen, dass die Frau das gesagt hätte. Schnaubkeuch, ich kann heiße Orte nicht ertragen. Ja, dann geh doch weg von hier. Geh doch weg oder geh doch an den Strand. Ja, Snowboarding ist dieses Jahr angesagt. Surfen hängt mir zum Hals raus. Okay. Und warum bist du dann noch hier und nicht da, wo du auch snowboarden kannst? Wir sind jetzt alle auf dem Weg rüber zum Goldsaucer. Wir machen eine Menge Moos bei den Chocobo-Rennen. Dann fahren wir zum Ice Cycle in zum Snowboarden. Schwieriges Wort. Also, jetzt wo ich weiß, was mich hier erwartet, ist das nicht mehr so schwer, aber... Ich glaube, das heißt irgendwie Eiszapfen. Ich glaube, das ist sogar ein englisches Wort. So, die Bardame da hinten möchte ich allerdings gerne noch sprechen. Ah, und ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen gucken nach Turtles Paradise, ne? Also nicht, dass ich jetzt hier schon wieder irgendwas auslasse. Weil die letzten Plakate, die habe ich beide, glaube ich, geschafft, irgendwie zu übersehen. Nee, das allererste, das habe ich damals entdeckt. Hey, ich dachte, du würdest mal reinschauen. Das sind 1, 2, 4 Fische insgesamt. Nicht schlecht. Hä? Hey. Okay, hat sie mir gerade ihren Popo entgegengestreckt und mich angetanzt. Ja, aber echt interessant, dass das ja auch so blasse Hauttypen gibt, ne? Aber ich glaube, das ist die Frau, die wir vorhin oben aus dem Fenster gesehen haben. Guckt euch die jetzt mal an. So, jetzt renne ich nochmal eben schnell raus. Ich glaube, das war die gleiche. Ja, guck mal, das ist die. Die scheint irgendwie ein bisschen exhibitionistisch veranlagt zu sein. Also jedes Mal, wenn hier jemand vorbeiläuft, kommt sie ans Fenster und... ja, winkt, und wenn wir die Bar betreten, na, vielleicht steht sie auch einfach nur auf Cloud. Vielleicht hat sie es einfach nur auf Cloud abgesehen, aber sie scheint ihr Gebäude da offensichtlich nicht allzu häufig zu verlassen. Ja, die Blässe, die verwirrt mich ein bisschen. So, hey, Red. Wie interessant. Es ist nicht so, dass ich das unbedingt tun will. Mein Schwanz bewegt sich irgendwie von alleine. Okay. Achso, der spielt jetzt hier mit den Kindern quasi mit. Achso. Ja, jetzt erkenne ich das, was denn, wenn ich mich hier dazwischen stelle. So, sprechen wir mal erstmal mit den Kindern. Ich hab's gehört, der große Hunde spricht. Der große Hunde, vielleicht solltest du mal ein bisschen häufiger zur Schule gehen. Wie ein Mensch, cool, aber abartig. Hast du gerade abartig zu Red gesagt? Willst du Stress mit mir mal? Niemand beleidigt dir mein Haustier, kapiert? 1, 2, 3 und los! So. Verschluck ich mich glatt. Sorry, Red. Jetzt ist er voll sauer auf mich. Das wollte ich nicht. Kann ich die anderen auch abschießen? Jetzt schießen die ihn auch ab. Hallo, das darf nur ich. Hört ihr mal... Oh, jetzt habe ich ihn auch noch getreten. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich will auch nur mit dir sprechen. Okay, der ist jetzt sauer. Ich will nicht, dass der den Ball immer auf Red schießt. Ich will den auf die Kinder schießen. Okay, ich glaube, das geht nicht. Schade eigentlich, auch der arme Red, da hat er so friedlich mitgespielt und jetzt ist er bestimmt voll traurig und angefressen. So, was haben wir denn hier? Irgendwie macht mich der Typ da oben nervös. Was soll mir das sagen? Ich habe keinen blassen Schimmer, was er da macht, aber ich werde ihn gleich mal anquatschen. Oh, guck mal, da ist jemand in der Badewanne, wenn ich das richtig sehe. Was ist mit dir? Hey, bist du es wirklich? Würdig stand da gerade. Wir waren beide Soldier und davor als Kinder Freunde. Du warst so ein Playboy. Und ein Mörder. Warum kann ich mich nicht an deinen Namen erinnern? Wer bist du?
Ach so, nee, wer bist du? So rum, alles klar. Ich würde mal sagen, ich frage ihn zuerst. Stimmt, lange nicht gesehen. Erinnerst du dich an mich? Kein Problem, wir machen einfach weiter so, als würden wir uns nicht kennen. Ich fange in dieser Stadt ein neues Leben an. Mit uns ist viel geschehen. Hey, ich sollte mit meinem Gemecker aufhören. Ich beneide jedenfalls alle, die im Freien mit dem Himmel als Dach leben. Oh, hoffentlich habe ich mir jetzt nichts verbaut. Das tut mir leid, er hat in letzter Zeit einiges eingesteckt und ist ziemlich fertig. Nein, jetzt habe ich bestimmt was. Beeil dich und verschwinde. Ich bin glücklich, so wie es ist. Halt dich aus meinem Leben raus. Okay, ich glaube, das war nicht gut. Ich glaube, ich muss das Spiel jetzt nochmal laden. Sorry, Leute, das klingt mir gerade irgendwie zu... ja, zu falsch. Ich meine, ich habe ja jetzt... Huch? Ja, ich habe gerade ganz vergessen. Ich dachte, dass ich jetzt hier in irgendeinem Ladebildschirm oder sowas drin bin. Aber ja, der hat mich halt wieder zurück auf den Desktop geworfen, ne? Damit habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz gerechnet. So, eigentlich dürften wir ja nichts verpasst haben. Ich werde mal eben schnell die Dialoge nochmal schnell durchdrücken, die wir vorhin so hier absolviert oder getätigt haben. So, ich glaube, jetzt habe ich nämlich alle durch, weil das war mir wichtig. Nicht, dass... ja, nicht, dass ich mir irgendwann mal irgendwas verbaue, weil ich irgendeinen Dialog nicht getätigt habe. Deswegen ist mir das so schon weitaus lieber. So, mit den Tussen, da habe ich auch gesprochen. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal rein und hoffe jetzt, dass es sich womöglich auch gelohnt hat, das Ganze nochmal zu laden. So, das hatten wir jetzt schon. Ich werde mich jetzt als Goya bzw. als Cloud zu erkennen geben und hoffe, dass er uns dann vielleicht etwas freundlicher gesinnt ist oder gesonnen ist. Du meinst, du bist gut genug, um überall damit anzugeben, wie toll du bist? Hm, wie toll bist? Hm, da hat er einfach mal wieder ein Du verschluckt. Ich will's nicht hören. Hey, kein Gemecker mehr von mir. Von jetzt an führe ich ein neues Leben. Ich glaube, das war vollkommen umsonst, was ich gerade gemacht habe. Aber der hatte so diese eingeschnappten Mentalität, ja. Ich dachte, dass wir hier vielleicht irgendwie einen alten Bekannten hätten wieder für uns gewinnen können. Aber offensichtlich habe ich mich da getäuscht. Schade eigentlich. Guck mal, seht ihr das auf diesem, auf dieser Palme? Hier ist ein so ein blauer Pixel, beziehungsweise zwei. Das verwirrt mich voll. Das sieht voll so aus, als ob da irgendwas drin versteckt wäre. Also seht ihr das? Wenn ich selber dahinter stehe, sieht man das nicht. Aber jetzt, ja, müsst ihr mal drauf achten. Keine Ahnung, ob man das in der Aufzeichnung dann auch erkennt. Ja, ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich hier so ein Tohuwabohu gemacht habe und das jetzt hier neu geladen habe und überhaupt. Aber ja, sicher ist sicher, ne? Ansonsten, also ich weiß ja, dass es wie zum Beispiel bei Yuffie auch durchaus optionale Charaktere gibt in diesem Spiel. Und ich glaube zwar schon, dass ich von euch dahingehend bestimmt einen Tipp bekommen hätte, wenn ich hier auch so einen ausfindig machen kann. Aber ein bisschen will ich ja auch selber gucken, ne? So, was gibt's denn bei dir Schönes? Ach, das ist Yuffie. Bestellung nur an der Theke. Okay. Und ich habe sie, glaube ich, vorhin noch als Typen tituliert, ne? Der da rauskam, aber ich habe sie vorhin echt nicht erkannt. Hey, Goya, kleiner Nebenverdienst. Ich verkaufe Materia, bitte kauf doch was. Okay. Wow, gut. Wir haben aber, glaube ich, den Großteil davon schon. Und ich gucke jetzt nicht nach links, sondern nach rechts. Ja, also von jeder Materia, die uns hier angeboten wird, haben wir mindestens zwei. Und apropos Materia, da fällt mir nämlich noch was ganz anderes ein. Denn Eris hat ja noch dieses komische, diesen Chocobo-Köder, genau. Und den könnte ich ja eigentlich auch wegnehmen für irgendwas, Sinnvolleres, auch wenn ich jetzt so auf Anhieb gar nicht weiß, was hier sinnvoller sein soll. Ich könnte Genesung mit alle kombinieren. Ja, ich mach das mal, weil ich glaube, das ist schon ganz gut, wenn wir die alle Materia so ein bisschen weiter trainieren. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, was das für einen Effekt haben soll, wenn wir dieses Chocobo-Kraut weiter... Wenn wir diese Chocobo-Materia weiter verbessern, wahrscheinlich erhöht sich dann die Chance, dass ein Chocobo quasi spawnt. Na, Kumpel? Butch. So ein Glück. Die neue Hilfskraft ist sehr fleißig. Mhm.
Warum stehst du hier eigentlich so komisch, Anzug, uniformiert, militärisch mäßig da und hebst deinen rechten Arm? Ich bin mir ja nicht ganz sicher, ob du so ein ganz sauberer Bengel bist, aber ja, das wirst du uns wahrscheinlich eh nicht verraten, deswegen gucke ich mich mal weiter um. Wie wär's mit einem Souvenir, eine goldene Nadel, nur in Costa del Sol erhältlich? Eine goldene Nadel, das hat irgendwie was von Drogenhandel. Das ist irgendwie so meine erste Assoziation. Vielleicht, weil ich jetzt gerade irgendwie an den goldenen Stich denken musste. Neutralisiert Versteinerung. Okay, das ist auf jeden Fall nicht unwesentlich. Und ich habe irgendwie das blöde Gefühl, wenn wir das jetzt hier kaufen können, dass es nicht allzu lange dauern wird, bis wir auch unsere ersten Gegner finden, die mit Versteinerung um sich schmeißen. Ich würde mal sagen, auch wenn wir uns das eigentlich gar nicht leisten können, aber ich kaufe mal 5 Stück davon, einfach nur für einen absoluten Notfall. Weil ich glaube, wir haben mit diversen Materia schon irgendwie die Möglichkeit, Versteinerung aufzuheben, oder? Ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher, aber ja, so fühle ich mich auf jeden Fall sicherer. Oh, oh! Ja, hier sind wir auch beim letzten Mal schon kurz drin gewesen. Der hat sich da nämlich irgendwie im Bad verschanzt. Marlene, alles okay? Führt er gerade Selbstgespräche? Papa zieht an, wenn er dich besucht. Papa zieht an, wenn er dich besucht? Ja, du sollst ja auch nicht nackig dort erscheinen. Ich hoffe, dass du dich anziehst. Ich glaube, er telefoniert da oder so. Oh, oh. Okay, irgendwie nervt mich, dass dann diese Textboxen hier die ganze Zeit kommen. Hey, du, da ist jemand drin, okay? Okay. Hörst du jetzt auch zu reden, wenn ich mich hier umschauen möchte? Das würde ich irgendwie sehr begrüßen. Hoffentlich habe ich ihn jetzt nicht irgendwie unterbrochen oder so. Das würde ich mir irgendwie im Leben wieder nicht verzeihen. Aber guck mal, hier ist irgendwie die Theke auch voll unbesetzt, beziehungsweise die Rezeption. Ist ja nicht so ein toller Service hier. Oh, ich fühle mich furchtbar. Oh, du. Du warst mit den großen Matrosen zusammen, stimmt's? Ich weiß nicht, ob ich da gerade mit einem Männlein oder Weiblein spreche. Keine Ahnung, wovon du redest. Was ist los? Hör dir das an. Plötzlich stürmt dieser riesige Matrose hier herein und besetzt das Klo. Ach, von Barrett ist die Rede, na sag doch gleich. Ja gut, hätte ich eigentlich auch selber darauf kommen können, weil er hat ja noch seine Matrosenkluft an. Jetzt ist er schon die ganze Zeit da drin und stöhnt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ah, falls du eincheckst, würdest du dann bitte auch seine Rechnung zahlen? Nee, kannst du mal knicken. Ah, guck mal, da kommt er und wieder ordentlich umgezogen. Hey, Goya, noch zu früh, oder? Wie wir uns da voll verstecken, aber ich glaube, das ist eher Zufall. Was jetzt? Reicht's jetzt? 200 Geld pro Nacht. Nee. Bist du sicher? Besuch uns wieder. Ja, darauf kannst du Gift nehmen. Wisst ihr, woran mich diese Figur ein bisschen erinnert? Also es ist zwar absolut gar nicht meine Musik, aber so vom Styling her, von der Frisur her, erinnert mich das ein bisschen an den Sänger von Derasmus, von dieser komischen finnischen Rockband, die ich persönlich nicht so gerne mag, beziehungsweise überhaupt mir gar nicht anhören könnte, aber ja, daran fühle ich mich gerade irgendwie erinnert. So, ich frage mich auch gerade... Hä? Okay, irgendwie kapiere ich die Optik hier nicht. Warum komme ich denn da jetzt nicht rein? Wo bin ich hier überhaupt? Ich komme an dem jetzt hier gerade nicht mehr vorbei. Hallo, könntest du vielleicht mal irgendwie in eine andere Richtung? Ich komme nicht mehr vorbei. Mama, ich komme nicht mehr raus. Die bösen Leute wollen mich nie rauslassen. Kommst du mal hier bitte um den Tisch? Da komme ich ja auch nicht durch wegen der Pflanze. Hä, wie bin ich denn da vorhin durchgekommen? Und warum zum Teufel ist hier so eine komische Lücke? Warum kann ich hier quasi unter dem Bett stehen? Das ist ja alles irgendwie sehr befremdlich. So, jetzt finde ich das ja aber langsam nicht mehr witzig, ne? Denn eigentlich wollte ich mich ja hier schon noch ein bisschen umgucken. Ich nicht. Gucken wir mal, ob jetzt was anderes gesagt wird. Ich weiß nicht. Der Falsche, das ist nicht gut für uns. Dieser Typ hat das Klo besetzt. Und er hat noch nicht mal seine Hotelrechnung gezahlt. Ah, falls du eincheckst. Ja, okay, das hatten wir ja schon. Ja, jetzt kommt Barrett nochmal um die Ecke. Also Leute, ganz ehrlich, ich komme hier nicht vorbei. Was soll ich denn machen? Irgendwie lässt er mich hier gerade nicht. Komm schon, er ist dein Freund, Schwindler. Was jetzt? Reicht's jetzt? Ach so. Ey, guck mal, wenn ich jetzt übernachten würde, würde ich mich hier wahrscheinlich rauswinden können. Ey, das kann's doch aber gerade nicht sein. Also mal ganz ehrlich, aber hat er sich gerade am Arsch gekratzt? Das sah gerade irgendwie so aus. Ja, zuerst in den Po und dann in die Haare. Hm, sehr appetitlich, Kumpel.
So, nee, ich komme hier nicht vorbei. Ey, das ist doch mal der beschissenste Bug überhaupt, ey. Was ist denn das hier? Ist das jetzt schon wieder so eine Steam-eigene Geschichte oder gab es das Problem auf der PS1 auch schon? Oder bin ich einfach nur zu blöd, hier einen richtigen Ausgang zu finden? Mann, ey, jetzt gebe ich hier 200 Gil aus, einfach nur, damit ich hier wieder rauskomme, ey. Das ist doch mal hier... Das sind ja hier Methoden, da wäre der Verbraucherschutz aber nicht so einverstanden mit. Das finde ich hier gerade nicht in Ordnung. Ja, komm. Erzähl uns jetzt noch ein drittes Mal, Barrett, was du sagen möchtest. Ja, ich habe jetzt zwar schon zweimal zugestimmt, aber frag mich ruhig noch ein drittes Mal. Ist okay. Okay. Oh Mann, ey, das ist echt bitter, weil die 200, die hätte ich in so einen halben Molotow-Cocktail investieren können, ja? Vom Rauschen der Meereswellen in den Schlaf gewiegt. Träum was Schönes. Ja, toll. Das ist, glaube ich, die einzige Übernachtung, über die ich mich irgendwie gar nicht freuen kann, weil mich das so aufregt, dass ich dieses Geld jetzt hier so sinnlos verplempern musste. Also, Memo an mich, nie wieder in Nähe des Billardtisches hinbegeben. Guten Morgen und gute Reise. Na, guck mal, jetzt spielt er aber nicht mehr Billard. Ja, jetzt nicht mehr. Super. Wo ist Barrett jetzt? Hauptsache, ich habe durch die Übernachtung mir jetzt nicht irgendwie an anderer Stelle wieder irgendwas verbaut, weil mich beunruhigt gerade ein bisschen das, ja, dass wir Barrett hier nicht mehr antreffen. Nicht, dass er jetzt draußen steht und gleich irgendwie wieder hier total heiti-teiti-Action ist und wir direkt weiterkommen. So, damit müssten wir dann... Aber guck mal, dieser Typ hier... Ach nee, der steht jetzt hier am Verkaufsstand. Ey, guck mal, ich glaube... Und Red ist auch nicht mehr da. Unsere Leute scheinen sich irgendwo versammelt zu haben, wie mir scheint. Verdammt, die neue Hilfskraft hat sich mit dem Geld und der Materie aus dem Staub gemacht. Ich dachte mir schon, dass da was nicht stimmt. Seht euch in Ruhe um, vielleicht findet ihr ja noch was. Cool, heißt das, wir haben dann die ganzen Materia. Ich meine, Yuffie hat ja offensichtlich mitgenommen. So schlecht scheint ihm das aber nicht zu gehen, denn er scheint immer noch das gleiche Sortiment zu haben. Ja, ich bin gerade echt ein bisschen angepisst deswegen, ne? Auch weil ich jetzt davon ausgehe, dass wir in einem anderen Stadtabschnitt womöglich auch Tifa und Iris noch finden werden und die jetzt wahrscheinlich auch an dem Standpunkt nicht mehr sein werden. Wow. Das ist mal echt cool gemacht. Das ist ja cool, ey. Haben wir tatsächlich einen richtigen Strand. Also damit hätte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Ja, toll. Und Iris und Tifa hätte ich hier mit Sicherheit angetroffen. Ja, hätte ich die bestimmt irgendwie mit Sonnencreme einölen können oder so. Toll. Ey, nur wegen diesem blöden Bug da mit diesem Billardtisch, ey. Es ist schon wieder meine Anti-Szene überhaupt in diesem Let's Play, ja. Vergiss nicht auch mit mir zu reden. Was hat der Typ gesagt? Ja, ich glaube, der baggert hier gerade rum. Genau das wollte ich nämlich auch bei Tifa und Iris machen. Toll. Stimmt, hatte ich total vergessen. Da war was, was ich dir erzählen sollte. Stimmt, es ist wegen... Das war gestern. Ein Mann im schwarzen Umhang kam aus dem Meer. Aus dem Meer, okay. Ich glaube, er hatte Karten für Goldsaucer. Nein, warte, Unsinn. Ich frage mich, ob alles nur ein Traum war. Ne, ich glaube, du bist womöglich Sephiroth über den Weg gelaufen. Achso, und die erzählt jetzt nochmal genau die gleiche Geschichte. Die möchte ich aber nicht hören, denn ich weiß doch, was du mir jetzt sagen möchtest. Ich bin gespannt, ob ich auch schwimmen kann. Warte mal, habe ich das... Okay. Ja, Tatsache. Ich komme zumindest ins Wasser rein, kann aber darüber das Gebiet nicht verlassen. Hey, Präsident Rufus war gestern hier. Er war der kleine Junge des Präsidenten. Wir gaben ihm den Spitznamen Kleiner Präsi. Er sah nicht viel anders aus als die Surfer am Strand. Okay, ich weiß irgendwie schon wieder, wenn ich mit den ganzen Leuten hier spreche, warum ich immer nicht so gerne Strandurlaub mache, sondern lieber in die Berge gehe oder in die Natur fahre, um ein bisschen zu wandern und so. Das liegt mir dann weitaus mehr. Also jetzt nicht nur wegen der Konversation mit den komischen Menschen, sondern halt, ja, weil das generell alles ein bisschen komisch ist, ne? Ja, Professor Hojo, wo? Es scheint, der Professor hat die Lösung zu etwas gefunden. Weißt du, ich frage mich, ob sie nach Westen Richtung Berg Korell gehen. Korell? Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Oder ob hier nicht wieder diese englische Aussprache sinnvoller wäre. Ich werde traurig. Professor Hojo sieht so glücklich aus, wenn er was entdeckt. Ein breites Lächeln. Dann lachte er. Ich denke, wir sollten ihm folgen. Ein Trip für zwei vom Berg Korell nach Gold Saucer. Meine Güte, irgendwie sind die mir sehr verblendet. Also,
wenn es so rein um die Optik geht, finde ich die Stadt ziemlich cool. Ja, hatte ich ja ganz am Anfang, als wir den Ort erstmals betreten haben, auch schon angemerkt. Aber was die Leute hier anbelangt, sind das, glaube ich, mit Abstand die unsympathischsten Zeitgenossen von allen. So, hier komme ich jetzt. Ach doch, hier komme ich jetzt vorbei. Ich dachte schon, es wiederholt sich und ich komme hier schon wieder nicht raus. Hey, lass mich! Du ertrinkst mittendrin! Hey, ich oder du? Ich glaube eher, du ertrinkst. Ich habe eh das Gefühl, als ob jetzt hier auch in den letzten Gesprächen wieder so einige Übersetzungsfehler mit drin gewesen waren. Ja, das ist natürlich schade, dass ich jetzt nicht Eris und Tifa hier noch angequatscht habe. Ich hoffe, dass ich dadurch nicht auch irgendwie eine Möglichkeit später irgendwie mit denen anzubandeln mir vergeigt habe. Das wäre natürlich auch irgendwie mega traurig. Die Frage ist, wo sind denn jetzt unsere ganzen Leute? Entweder die sind in einer Bar, das glaube ich aber fast nicht. Die werden wahrscheinlich im Inn sein. Oder die werden hier gar nicht irgendwo sein, weil im Inn war ich ja schon, seit ich dort übernachtet habe und seitdem ist ja auch Barrett verschwunden. Nee, keine Ahnung. Die sind wahrscheinlich einfach nicht mehr in der Stadt und warten jetzt drauf, dass wir uns hier kampfmäßig weiter fortbewegen. Ich weiß übrigens auch nicht mehr, ob okay, die sind aber immerhin hier im Menü noch drin. Ich weiß nicht mehr, ja, jetzt habe ich... Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Das ist irgendwie alles so traurig. Nee, aber gut, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns das an. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich weiß gar nicht, was ich im Rahmen der Haupthandlung jetzt hier als nächstes Ziel ansteuern soll. Das wurde mir mit Sicherheit schon mal irgendwann gesagt. Ich habe übrigens auch von euch gelesen, dass ich eventuell mal in Erwägung ziehen sollte, demjenigen, dem ich den Fernangriff gegeben habe, und ich glaube, das war Goya, den nach hinten zu packen. Ja, allerdings, ich weiß nicht. Ja doch, das ergibt, glaube ich, Sinn, ne? Weil Fernangriff und dann hinten stehen und... Ja, ich probiere das jetzt einfach mal. Also ich kriege gerade irgendwie nicht ausformuliert, was ich eigentlich sagen wollte. Obwohl das irgendwie komisch aussieht, wenn Goya hinten steht, also Cloud. Ja, aber ich werde das mal trotzdem probieren. Ich meine, der frisst dann dadurch hoffentlich weniger Schaden und wird aus dem Hinterhalt dann mithilfe dieser Materie trotzdem den entsprechend gleichen Schaden austeilen. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ach ja, ich sollte die Leute möglichst lang, also zumindest langfristig gesehen, gleichmäßig trainieren. Auch das habe ich mal als Notiz hier hinterlegt. Aber ich werde erstmal, also solange wir noch keinen allzu großen Vorsprung haben vor unseren anderen Mitstreitern, werde ich das erstmal... Oh Gott, was bist du denn? Werde ich das erstmal so probieren? Okay. Du bist ein Grangalan. Ich habe übrigens, das fällt mir auch schon wieder ein, ihr hattet nämlich vollkommen recht, ich weiß nicht. Okay, irgendwie habe ich gerade Angst vor dem. Okay, der Schaden, der ist jetzt nicht härter als... Achso, von dem kann man nichts stehlen. Ja, dann habe ich jetzt gerade umsonst... umsonst abgewehrt mit irgendjemandem. Ja, ich habe Tatsache... Als habe ich Erdodem genommen. Ach man, das wollte ich eigentlich gar nicht. Mann, ich bin schon wieder irgendwie maximal verwirrt. Ah, jetzt können wir uns Ifrit auch noch angucken. Wow, okay, so viele neue Sachen. Ich komme jetzt hier schon wieder gar nicht klar. Ifrit haben wir bisher nämlich noch gar nicht gesehen. Da bin ich echt mal gespannt. Wow, sehr, sehr geil. Oh, ich glaube, ich finde Ifrit sieht zumindest in diesem Teil noch geiler aus als Shiva. Muss ich leider sagen, in Final Fantasy X fand ich ja Shiva irgendwie cooler. Und da sieht es ihn dahin sehr schön. Das hat doch gut funktioniert, sonderlich gefährlich wurde er uns nicht. Man weiß allerdings immer nicht, was sie noch so aus dem Ärmel schütteln können, obwohl er ja gar keinen Ärmel besitzt. Aber ihr wisst ja, wie ich das meine im übertragenen Sinne. So, dann würde ich sagen, verhalte ich mich hier ähnlich wie... an den anderen Orten bisher auch, wo wir auf der Weltkarte gewesen sind, dass ich erstmal die Ränder so ein bisschen ablaufe. Erstmal ohne Chocobo. Also ich habe nicht vergessen, dass mir die Möglichkeit zur Verfügung steht. Aber kann es sein, dass man sich nicht überall so ein Chocobo beschwören kann? Bin mir nicht sicher, aber mir war so, als ob wir in der anderen Weltkarte immer mal wieder unten solche, solche komischen Chocobo-Fußspuren gesehen haben. Aber keine Ahnung, ob das eine Muss-Vorgabe ist, damit wir... ja, damit wir dazu kommen, einen Chocobo hier zu kriegen. Ja, ich würde mal sagen, wir haben es eigentlich gar nicht nötig, jetzt hier großartig MP zu investieren, denn
Der scheint auch so ganz schön viel Schaden zu fressen. Irgendwie ist das ein sehr, sehr komischer Gegner. Sieht ein bisschen aus wie so ein buntes Ei. Aber ist uns bisher zu keinem Zeitpunkt gefährlich geworden. Kann von mir aus auch gerne so bleiben. Ich hoffe trotzdem, dass wir hier noch ein paar Gegnerkonstellationen auch antreffen, die ein bisschen mehr Erfahrung abwerfen. Und da im Hintergrund sehe ich irgendwas. Das sieht aus wie so eine riesengroße Pflanze, würde ich fast sagen. Ist bestimmt irgendeine Stadt und ich wette, irgendjemand... Ach, guck mal, hier schon zu Ende? Komme ich jetzt hier gar nicht durch? Okay, dann weiß ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht, wo ich jetzt hier weitergehen sollte. Aber dann werde ich mal erstmal gucken, dass ich vielleicht zurück zum Schiff komme. Hier scheinen nämlich die Gegner auch nicht, nicht viel mehr für uns abzuwerfen. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen verwirrt. Also offensichtlich ist mein nächster Zielort nicht irgendwo hier auf dieser Weltkarte. Es sei denn, ich habe... Ah, guckt mal, das ist so eine, wie heißen die Dinger? Irgendwas Russisches. Ich habe jetzt... Ah, so sieht das also aus. Alles klar, dann würde ich mal sagen, holen wir mal wieder den lieben Ifrit und hauen gleich so einen Chocomog hinterher. Und ich glaube, dann soll es das auch gewesen sein. Das ist natürlich dann interessant, ne? Und dann passt auch das Design irgendwie. Und dann lag ich auch gar nicht so verkehrt mit dieser Eierform, denn... Das passt ja dann alles irgendwie zusammen und ergibt definitiv Sinn. Ich bin gespannt, ob wir jetzt mehr Erfahrung kriegen für diesen Kampf, weil wir ja eigentlich mehr bekämpft haben. Ja, wow. Also wenn die sich aufsplitten, dann ist das echt eine ganz gute Möglichkeit, um hier ein bisschen... guck mal, da hinten ist eine Brücke. Um ein bisschen Erfahrung mitzunehmen. Ach, guck mal, vielleicht komme ich hier noch rum. Den Weg habe ich auf den ersten Blick gerade gar nicht gesehen. Aber das ist dann natürlich super. So, jetzt würde ich ja fast provozieren wollen, dass der sich wieder öffnet. Aber ich glaube, das macht er, wenn ich hier permanent nur auf Angreifen gehe. Weil das dann den Gegner nicht so schnell aus dem Weg räumt, dass er stirbt, oder? Ja, es sei denn, Cloud muss es wieder übertreiben und einen Critical Hit landen. Aber okay, besser so als nüscht. Geht ja schnell voran hier. Ja, ich frage mich, ob das da hinten, was ich da gesehen habe, ob das irgendeine Stadt ist oder so. Ah ja, Tatsache. Na gut, dass ich da gerade so ein bisschen aus der Ferne noch diesen Brückenübergang gesehen habe. Das ist aber auch ein bisschen verwirrend hier mit der Optik gemacht, finde ich. Also für mich zumindest sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Und ich hoffe übrigens auch, dass ich in nicht allzu langer Zeit mal wieder die Möglichkeit bekomme, nach Fort Condor zurückzureisen. Denn ich habe ehrlich gesagt schon ein ziemlich schlechtes Gewissen, dass ich die nicht so unterstützt habe, wie das laut eurer Aussage möglich gewesen wäre. Und hier haben wir einen neuen Gegner, der da heißt Nadelkuss. Nadelkuss hat schon wieder was sehr Zustandsveränderisches. Veränderisches. Wort gibt es wahrscheinlich nicht. Wow, okay. Auf jeden Fall sehr ernstzunehmender Gegner, zumindest wenn die ihre komische Attacke von gerade eben anwenden. Das heißt, ich probiere mich jetzt hier mal am Raub. Konnte nichts stehlen. Okay, das heißt, hier werde ich jetzt ein bisschen probieren. Eris könnte eigentlich mal heilen. Von mir aus auch auf alle, genau. Huch, Mann, jetzt bin ich wieder auf Abwehren gegangen. Ach Mann, ey, manchmal regt mich mein Pet irgendwie total auf. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich mich dahingehend verdrücke, ne? Aber ich glaube... Ach nee. Ja, Goya hat wahrscheinlich gerade nicht so viel Schaden genommen, weil er ja hinten steht, ne? Das muss man auch immer berücksichtigen. Also bevor ich jetzt hier anfange, ihn irgendwie aufgrund von Unkonzentration goldene Nadel gestohlen. Das ist das Item, wofür ich Geld ausgegeben habe in der Stadt. Das Item, mit dem wir Versteinerung heilen können. Das habe ich mir noch gemerkt. Ja, Nigoya hat sich was gemerkt. Muhaha. Nee, das ist cool. Dann können wir von denen, wenn wir da irgendwann mal Bedarf haben sollten, so ein paar Nadeln farmen. Weil ich das, glaube ich, fast eher einkaufen wollen würde, als diese Gegner hier zu besiegen. Zumindest im Moment noch. Ja, später wahrscheinlich auch. Aber okay. Da hinten habe ich übrigens eine Höhle gesehen. Die ist mir nicht entfallen. Ach, hier sind sogar zwei Höhlen. Na holla, die Waldfee. Ach, die hintere, die kann ich wahrscheinlich gar nicht erreichen. Ne, da kommen wieder ein bisschen Erinnerungen hoch wegen dem Midgar-Solom, wenn ich das so sehe. Aber immerhin haben wir hier kein hässliches Sumpfgebiet davor, sondern einfach nur einen Fluss. Ich bin echt gespannt, ob wir irgendwann mal die Möglichkeit bekommen, so einen Fluss zu überqueren. Oder ob wir immer
ja, irgendwelche Umwege finden müssen. So, Roya wird jetzt mal abwehren. Der Bengel macht mir hier nämlich im Moment etwas zu viel Schaden. So, silbernes Rad. Öffnest du dich jetzt mal? Mach dich auf, du Stück. Mach dich auf, du Ei. Was müssen wir tun, um dich zum Schlüpfen zu bringen? Vielleicht ein kleines Feuerzauberchen? So, ich möchte, dass ihr euch bitte noch weiter öffnet. Kann ich dich eigentlich beklauen? Ach, guck mal. Das ist ja süß. Der heißt sogar Junior. Das finde ich ja süß. Das ist ja mal irgendwie total knuffig. Aber nee, den können wir auch nicht bestehen. War irgendwie zu erwarten. Irgendwie war die Perspektive gerade ganz schön gruselig, oder? Jetzt schon wieder. So, okay. Nee, ich glaube, da brauchen wir irgendwie ein bisschen Glück und Timing und überhaupt, damit das hier funktioniert. Ah, sehr schön. Okay, jetzt kann ich nämlich in die Vollen gehen. Ich glaube, wir hatten da vorhin irgendwie totales Glück gehabt, dass das so früh am Anfang schon, dass die sich so früh am Anfang schon vermehrt hatten. Aber das auf jeden Fall, würde ich mal sagen, auf den ersten Blick eine ganz gute Stelle, um sich aufzuleveln. Schade nur, dass man immer so ein bisschen warten muss und dass das so ein bisschen, ja, so ein bisschen random abläuft. Aber guck mal, wir bekommen ja auch immer ordentlich Tränke spendiert. Also irgendwie mag ich den Gegner doch, auch wenn ich den am Anfang ein bisschen befremdlich fand. So, was haben wir denn hier Schönes? Ui, auf jeden Fall eine sehr schöne Perspektive. Irgendwie nervt mich dieser Pfeil über Cloud ein bisschen. Also ihr hattet mir zwar öfter gesagt, ich soll das einschalten und ist ja nicht so schlimm und stört ja nicht, aber irgendwie finde ich diesen Pfeil da nicht toll. Ah, guckt mal, da sitzt jemand. Hey, na, was machst du hier? Puh, hey, sprichst du tatsächlich mit mir? Was ist das? Ich bin da gerade an einem Typen im schwarzen Umhang vorbeigekommen. Ich habe versucht, ihm zu sagen, dass es weiter hinten gefährlich wird, aber er hat mich ignoriert. Sephiroth. Mach schnell. War da auch so ein Typ mit schwarzem Umhang? Okay. Oh, ach, Zufallskämpfer haben wir hier auch. Sah gerade so ein bisschen aus, weil ich auf diesen Mann hier zugelaufen bin. Sah so ein bisschen aus, als ob der Gegner wäre. Okay. Nadelkuss, Kronpilz und Bagnadrana. Mhm. Okay, ich habe ja schon wieder das Bedürfnis, jetzt hier ordentlich, was Ordentliches wegzuklauen. Und ich werde jetzt hier das Risiko auch eingehen. Ah, ich habe jetzt leider aus Versehen auch mit Tifa gerade verteidigen genommen. Aber ich werde das probieren, auch wenn die beiden vor allen Dingen im Doppelpack wahrscheinlich recht gefährlich werden können. Aber mit der Abwehr geht das, glaube ich. Okay, immerhin können wir diesen kleinen Pilz bestehlen und noch ist hier keine mega krasse Attacke auf uns losgelassen worden. Okay, Gifthauch klingt gar nicht gut. Gifthauch klingt überhaupt... Wow, okay, das hat mir gerade echt absolut nicht gefallen. Tifa, ich würde es übrigens sehr begrüßen, wenn du hier das mal irgendwie hinkriegen könntest mit Klauen. Denn der Gegner, der ist mir hier irgendwie ein bisschen sehr stark, ne? Aber gut, wir haben ja Ehre, sie dann gegebenenfalls sich hier permanent um Heilung kümmern kann. Daran soll es ja nun nicht scheitern. Ich weiß auch gar nicht, ja, habt ihr gerade gesehen, wie viel Schaden das ausgeteilt hat? Und das, obwohl Cloud ja in der hinteren Reihe steht, ne? Das muss man ja auch mal bedenken. Okay, also das ist ja gerade auf jeden Fall etwas tricky. So, oh Gott, ey. Okay, ich muss danach definitiv wieder heilen. Okay, ich bin jetzt schon wieder etwas durcheinander, weil nervös und so. So, konnte nichts stehlen. Ich glaube, das macht auch irgendwie momentan gar keinen Sinn, jetzt hier bei irgendjemandem Vergiftung zu heilen, weil die wahrscheinlich sowieso recht schnell wieder, wieder anfangen, uns zu vergiften. Deswegen werde ich das jetzt erstmal so weiter probieren. Ich hoffe, dass die Vergiftung jetzt nicht ihre Erfolgsaussichten beeinträchtigt, um jetzt hier einen Gegenstand irgendwie mitzunehmen. Das wäre irgendwie extrem uncool. Ja, aber noch kommen wir ja ganz gut über die Runden. Aber dieser Gifthauch, der haut schon ordentlich rein. So, Heilung auf. Machen wir diesmal auf tiefer. Ja, ich bin irgendwie manchmal ein bisschen langsam, habe ich das Gefühl, was so die Menüführung angeht und das Hin- und Her-Switchen. Aber wie gesagt, Turbo-Ether gestohlen. Wow, immerhin. Turbo-Ether haben wir noch nicht allzu häufig. Wenn wir das überhaupt irgendwie haben. Ich weiß das irgendwie nicht mehr. So, damit haben wir diesen Gegner jetzt aus dem Weg geräumt. Das heißt, wir können jetzt hier weiter abwehren. Und haben hoffentlich auch bei diesem hier gleich nochmal Erfolg. Also das ist ein größerer Gegner. Bei größeren Gegnern habe ich natürlich auch immer eine erhöhte Hoffnung.
dass wir da auch schönere Sachen klauen können. Also ich habe jetzt hier zumindest in den letzten Kommentaren keinen Hinweis von euch bekommen, aber den braucht ihr mir zukünftig eigentlich auch gar nicht zu geben. Also darauf, dass man hier irgendjemanden bestehlen sollte. Diamantnadel, okay, sehr schön. Dann kann ich jetzt also wirklich in den Angriff übergehen. Und das Ganze jetzt hier hoffentlich schnell über die Bühne bringen, denn unsere Gesundheit... Ach, guckt mal, Tifa hat jetzt hier schon 3 von diesen Rädchen. Stimmt, die hat ja vor kurzem noch eine Limitstufe erreicht. Das ist ja richtig cool. Jetzt müsste ich halt immer nur noch irgendwie treffen, ne? Ja, also sonderlich viel halten die nicht aus. Ich bin gespannt auf die Erfahrung, die wir jetzt von denen bekommen. Ja, ist nicht so viel. Da haben diese komischen Eier uns irgendwie mehr dagelassen. Also wenn die sich dann vermehrt haben. Weiter hinten wird's gefährlich. Pass unterwegs auf. Sollten dich unterwegs Fremde herzlich grüßen, so grüß. Auf jeden Fall zurück. Puh, ich denke, das macht den Spaß aus. Wenn man sich auf den Straßen... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mit ihm ist. Liegt er da jetzt verletzt? Ich würde ihm ja irgendwie gerne helfen, aber ich verstehe nicht so ganz, was wir jetzt für ihn tun können oder eben auch nicht. Oh, der Ort, der ist auf jeden Fall total schön. Ach so, wir sind jetzt auf dem Mount Coral quasi. Ja, das ist ja ein Ding, okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir rauskommen, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir dann irgendwo wieder auf der Weltkarte landen. Und ich hoffe nur, dass ich mir hier nichts verhauen kann. Oh, das sieht so toll aus. Wow, richtig schön und immer der Sonne entgegen. Da freuen wir uns. Also hier ist, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Vorhin hatte ich noch, als wir in der Stadt gewesen sind, erzählt, dass ich ja irgendwie, wenn ich Urlaub mache, immer lieber in Berge und Natur fahre. Und das haben wir ja hier direkt, ne? Das heißt, das könnte durchaus dann doch für mich vielleicht ein ganz gutes Reiseziel sein. So, probieren wir es mal wieder mit Schiefer. Aber die sind jetzt eh alle weg, ja, habe ich mir schon gedacht. Aber die Beschwörungszauber, die sind, glaube ich, jetzt im Moment irgendwie meine absoluten Lieblingszauber. Gefällt mir richtig gut, ey. Ich will unbedingt auch alle anderen finden. Und ich bin auch echt gespannt, was für Parallelen ich jetzt hier noch zu Final Fantasy X gegebenenfalls entdecken werde. Oder auch nicht entdecken werde. Ich bin ja sowieso gespannt, ob wir hier noch irgendwelche Beschwörungen finden oder irgendwelche Bestia finden, die es in Teil 10 nicht gegeben hat. Ne? Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die im Einzelnen hießen. Ich weiß noch, dass es da noch Anima gab, dass es diese... Ach so. Ach ja, okay, vielleicht sollte ich mal die Pfeile aktivieren, ne? Da sind wir wieder beim alten Thema. Okay. Ist das Midgar? Damit hatte ich jetzt irgendwie gar nicht gerechnet. Das sah irgendwie... Also irgendwie ist der Kontrast gerade ganz schön heftig von dem Ort, wo wir gerade eben gewesen sind und dem jetzt hier. Aber gut, dann gehen wir jetzt hier einfach mal weiter. Ich meine, mehr Auswahlmöglichkeiten habe ich ja im Moment nicht. Und jetzt haben wir auch hier wieder Kämpfe und wahrscheinlich erneut neue Gegner. Ja, passen irgendwie so auf den ersten Blick gar nicht so gut hier rein. Nadelspucker, wow, und die legen hier gleich mal richtig los. Nee, gut, hier werde ich das wieder so machen, dass wir erstmal ein paar angreifen von denen. Diese Vakuumattacke, die sieht irgendwie minimal furchteinflößend aus, finde ich. So, 2 Schläge und die sind hinüber. Ich muss aufpassen, dass mir jetzt einer hier noch am Leben bleibt, damit ich den dann auch gleich ausrauben kann. Insofern man denn irgendwas von denen rauben kann. Ich hatte nämlich, als wir diesen Ort hier betreten haben, wollte ich nämlich gerade sagen, hier werden wir bestimmt wieder irgendwelche Maschinengegner antreffen. Und da habe ich immer so das Gefühl, als wäre die Chance da erhöht, irgendwelche tollen Waffen auch wegzuklauen. Aber ja, sehr maschinig sehen die hier irgendwie nicht aus. Aber soll mir auch recht sein. Muss ja auch nicht immer sein. Ich kämpfe auch ehrlich gesagt nicht so gerne gegen irgendwelche Roboterviecher. Das ist also genauso wenig, wie ich so mechanische Science-Fiction-Areale mag. Genauso wenig mag ich auch die entsprechenden... Goldene Nadel gestohlen, sehr schön. Mag ich auch die entsprechenden Gegner. Also ich mag das alles ein bisschen, wenn es eher so naturbelassen ist. Das klingt jetzt zwar ein bisschen ökomäßig, also ein Öko bin ich definitiv nicht. Aber ja, ne? Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich hatte das aber, glaube ich, irgendwann anders auch schon mal erwähnt. Aber 270, das ist gar nicht mal so wenig, wenn man bedenkt, dass wir wahrscheinlich mit einem Flächenzauber alle mir nichts, dir nichts aus dem Weg räumen könnten, wenn wir denn wollten. Und das wollen wir mit Sicherheit, spätestens wenn die uns das nächste Mal hier über den Weg laufen.
Okay, irgendwie scheint mir das hier mehrere Wege zu geben, aber es gibt offensichtlich nur einen Weg, ne? Also, ja, ich hätte wirklich viel früher damit arbeiten sollen, da hattet ihr vollkommen recht mit diesen komischen Pfeilen. Denn in Situationen wie diesen zeigt sich auch mir wieder, dass ich da am Anfang mir das Leben doch etwas schwerer gemacht habe, als es eigentlich hätte sein müssen. So, jetzt gucke ich mal, ob wir Shiva nochmal zu Gesicht bekommen, wahrscheinlich nicht. Bei Iris mit Sicherheit, also schätze ich mal, jetzt hier den Sack zumachen wird. Bei Iris sollte ich vielleicht auch ein bisschen aufpassen wegen... nee, wir bekommen Shiva jetzt doch vielleicht zu Gesicht. Och nö, ey, das hätte er sich echt knicken können. Warum lässt sich denn Tifa jetzt so viel Zeit damit? Mann, 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 den Schaden hast du jetzt aber selber zu verschulden, meine gute Frau. Das hätte sich vermeiden lassen können. Ja, nee, also die ist auch toll, aber mir gefällt Ifrit hier irgendwie besser. Aber ich mag, dass Shiva so lange Haare hat. Die hat ja, glaube ich, in Teil 10 hat die so Dreadlocks, oder? So war mir zumindest. Auf jeden Fall scheint der ziemlich eisempfindlich zu sein, so wie ich das gerade gesehen habe. Also wenn sich ja auch das Eiselement vertritt, aber davon gehe ich einfach mal ganz stark aus. Genauso wie Ifrit wahrscheinlich hier auch... ja, Feuerzauber loslassen wird auf seine Kontrahenten. So, gucken wir uns mal an, was ich jetzt hier noch heilen kann. Ja, Tifa ist die Einzige, die Heilung braucht. Und Klaus ist bald bei 1000, Energiepunkten. LP, HP, TP, KP. Ja, ich vergesse das irgendwie immer. Gibt zu viel Auswahl. Dass sich da die Rollenspielwelt nicht einfach mal einig werden kann, ja. Das ist echt ungeheuerlich. Guck mal, da hinten ist auch so eine Plattform, wo wir irgendwann hin können. Ich hoffe nicht jetzt. Ich muss mal eben ganz kurz nochmal nach hinten gehen und gucken, ob ich den Weg da ablaufen kann. Also sorry, dass ich das jetzt damit... vielleicht so ein bisschen in die Länge ziehe, aber ich möchte ja hier nichts auslassen, ne? Und ich weiß so aus dem Stegreif jetzt leider nicht mehr, ob ich da vorhin so entlang gelatscht bin. Muss mal einen Schluck trinken. Oh Mann, ey, ich habe diesmal hier keinen Kaffee zu stehen, sondern ein Getränk mit Kohlensäure und hab's gerade irgendwie die blöde Befürchtung, dass es mir gerade echt ganz böse aufstoßen könnte. Unsere beiden holden Frauen werden demnächst ein Level-Up erreichen. Das begrüße ich doch sehr. Habe mich nämlich hier gerade eben gefragt, ob ich hier nicht an der Seite irgendwie lang kann. Sieht nämlich so ein bisschen so aus, ist aber nicht der Fall. Und wenn, dann müsste ich sowieso hier lang. Nee, scheint aber nicht zu funktionieren, alles klar. Nichts unversucht lassen, ne? Vielleicht habe ich trotzdem hier irgendeinen Weg ausgelassen, aber den erkenne ich jetzt auf Anhieb nicht, sollte es hier einen geben. Da oben werden wir wahrscheinlich über die Treppe da hinkommen. Und schon wieder sieht hier wirklich jedes Areal komplett anders aus, ey. Das ist echt total faszinierend und echt hinreißend gemacht. Und auch wie sich die Kampfgegenden im Hintergrund immer verändern und wie hier jedes Mal neue Gegner kommen. Also ich bin vom Abwechslungsreichtum dieses Spiels echt total begeistert. Diese Bomber, die habe ich auch irgendwie in sehr böser Erinnerung. Die haben nämlich, glaube ich, die Möglichkeit zu explodieren, ne? Wenn wir die nicht schnell genug aus dem Weg räumen. Und der wird hier gerade nämlich schon ziemlich groß. Ja, und austeilen können die auch ordentlich. Hallo, kann sie mal bitte jemand umnieten? Ich möchte nämlich danach mal gucken, ob ich klauen kann. Okay, die scheinen eine ganze Menge zu vertragen. Habe ich ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt. Und ja, genau das hatte ich befürchtet. Ganz großes Kino hat ja wieder wunderbar funktioniert. So, sie kann jetzt erstmal hier wieder eine Ladung Heilung um sich schmeißen. Und ich glaube, ich werde mit Iris jetzt zukünftig erstmal keine Angriffszauber mehr verwenden, sondern sie wirklich nur noch für Heilung abstellen quasi. Also ich meine, ich habe ja ein bisschen was an Ether, habe ich ja noch da, ne? Das ist jetzt wirklich ein bisschen sehr übervorsichtig, aber ich möchte mir diese ganzen Ether-Dinger aufbewahren für den Moment, wo wir vielleicht irgendwann mal einen Dungeon betreten sollten, wo das dann wirklich knifflig werden wird. Aber ich muss sagen, bisher hatten wir hier in diesem Spiel keinen Ort, der wirklich schwer gewesen ist, also wo das wirklich eng gewesen ist und wo wir auch... ich sag mal, über einen langen Zeitraum keine Möglichkeit gehabt haben, mal in eine Stadt zurückzukehren oder auf die Weltkarte zurückzukehren. Also alles, was wir hier... Rechter Arm gestohlen, okay.
Ich glaube, Meteorregen ist jetzt nicht so effizient gegen den, aber wir gucken uns das einfach mal an. Ich möchte ja auch, dass Cloud das ein paar Mal häufiger anwendet. Okay, das hat trotzdem mehr als ordentlichen Schaden gemacht, sogar viel mehr, als ich erwartet hatte. Rechter Arm, das klingt irgendwie nach Waffe und Tifa hat ihre Genesungsmateria verbessert. Sehr schön. Da gucken wir doch gleich mal nach. Wo wollte ich schauen? Genau, bei Ausrüsten. Hartklinge, nee. Nee, nee, hier auch nicht. Okay, dann wird das vielleicht doch irgendwas ganz anderes sein. Gucken wir mal, ob wir das hier irgendwo mit aufgelistet finden. Rechter Arm. Schaden durch Explosion. Ach so. Okay. Ja, bin ich jetzt nicht so begeistert von, aber wäre natürlich auch krass gewesen, wenn wir jetzt hier schon wieder eine neue Waffe bekommen hätten. So, hier scheint es jetzt mehrere Wege zu geben. Ich würde erstmal hier nach oben latschen, weil ich ja vorhin schon gesehen habe, wo das hinführt. Und ich hoffe, das führt jetzt hier nicht in die richtige Ecke. Ich hoffe, dass wir da über einen anderen Weg irgendwie den richtigen Weg finden. Und schon wieder, ach nee, ich wollte gerade sagen, schon wieder haben wir ein anderes Hintergrunddesign. Das wäre irgendwie gerade jetzt ein bisschen krass gewesen, weil wir ja hier schon mal gewesen sind auf diesem Plateau oder in dieser Gegend. Aber nee, das passt alles. So, ich hoffe, dass wir jetzt rechts von uns dann, wenn wir diesen Kampf überstanden haben, dass wir dort dann auch eine Sackgasse antreffen. Also so wie ich das gerade überschaut habe, konnten wir nicht nach rechts. So war zumindest gerade meine erste Eingebung. Und dieser Gegner da in der Mitte, der scheint offensichtlich, wie hieß der nochmal? Keine Ahnung. Der hatte irgendwie so einen komischen Namen, der mit B anfing. Ach, ich bin so doof. Tifa ist diejenige, die fast keine Dings mehr hat, die fast keine MP mehr hat. Ich bin total in der Zeile verrutscht. Ja, kein Wunder, dass ich mich hier so schwer tue. Und jetzt habe ich da die ganze Zeit so raufgegafft, dass ich gar nicht gesehen habe, wie viel Schaden der Angriff von hier, von Dingsterbumster, von Cloud ausgeteilt hat. Mann, ey, ich habe aber auch heute schon wieder irgendwie komisches Gemüse auf den Augen. So, ich würde mal sagen, dann bekommt Tifa jetzt definitiv mal ein Ether spendiert. Ja, wir haben 20 Stück, da brauche ich jetzt nicht mega geizig zu sein. Und immerhin wird das ordentlich befüllt. Also zumindest, wenn wir uns angucken, wie viel die vorher und ja nach der Anwendung dann hatten. So, lass hier bitte eine Sackgasse sein, liebes Spiel. Am besten eine, wo wir noch eine schöne Truhe finden. Nee, was hat denn diese Plattform dann hier bitte für einen Zweck? Irgendwann wird hier bestimmt wieder irgend so ein Bösewicht mit seinem Helikopter landen oder fliehen oder so und da die Flucht ergreifen. Ich gehe mal hier oben erstmal über die Schienen, habe irgendwie das Gefühl, ja, Cloud, ich weiß, dass du irgendwie total verspielt bist und gerne offensichtlich hin und her springst, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. So, da scheint es einen Ausgang zu geben. Musste gerade kurz innehalten, ist das ein Chocobo? Was ist das denn? Ein Kokatolis. Okay. Der guckt irgendwie ganz schön böse. Also ich will ja hier jetzt nicht irgendwie die Memme spielen, aber ja, ich guck mal, ob ich der irgendwas klauen kann, der Kokatolis. Auf jeden Fall ein sehr schönes Tier, muss ich sagen. Gefällt mir ausgesprochen gut. So, und ihr werdet euch jetzt bitte erstmal um die hinteren kümmern. Muss jetzt nur gucken, dass ich jetzt hier nicht wieder irgendwas falsch mache. Ganz ruhig und konzentriert. Goya, alles gut. Wir haben noch 19 Ether und es kann nichts passieren. Ich kann heilen noch und nöcher. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, als ob wir von diesem Vieh irgendwas Cooles klauen könnten. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie wirkt das so auf mich. So, und dann werden wir jetzt dann nur noch abwehren und hoffen, dass das nicht allzu lange dauert. Obwohl ich natürlich, wenn ich davon ausgehe, dass wir hier womöglich einen guten Gegenstand kriegen könnten, auch immer... Ach nee, goldene Nadel. Okay. Das ist ja unspektakulär. Dafür gehörst du geschlachtet und uns heute Abend auf unseren Abendbrotteller serviert, habe ich gerade beschlossen. Nein, es ist total gemein, oder? Wahrscheinlich schmeckt das Vieh nicht. Ich rede mir einfach ein, es schmeckt nicht. Oder es ist giftig. Damit kann man sich das auch irgendwie unschmackhaft machen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Gegner. Verdient auf jeden Fall, wenn es hier irgendwelche Schönheitspreisverleihungen geben würde, würde das ja auf jeden Fall Platz 1 ausmachen. Ja, ich und die Steuerung. Wir werden hier, glaube ich, nie so die besten Freunde. Ich wollte nämlich hier unten nochmal gucken, weil da schien auch ein Weg zu sein. Und ich habe oben auf diesem Schienenweg nicht erkennen können, ob da nach oben hin irgendwie noch
ja noch ein Weg zur Verfügung steht. So, wir probieren das hier mal mit Ifrit. Ja, ich würde mal sagen, die anderen, die können erstmal abwehren. Wir gucken erstmal, was das jetzt hier für einen Schaden austeilt. Ich hoffe, dass sie nicht auch so feuerimmun sind wie die anderen. Aber wenn ich immer die Farbe blau sehe, dann weiß ich nicht. Dann habe ich immer so das Bedürfnis, instinktiv ja Feuerzauber anzuwenden. Und das war hier auch definitiv die richtige Entscheidung. Wobei Ifrit, glaube ich, schweineteuer ist, wenn ich das gerade so richtig gesehen habe. Ich werde mal, wenn ich im nächsten Kampf nochmal beschwöre, mir mal angucken, was wir hier für einen Verbrauch haben. Tja, schade, dass es hier keinen Weg gibt. In der ganzen Gegend gab es keine einzige Truhe oder eine Materia oder irgendwas Schönes zum Einsammeln. Das finde ich ja irgendwie fast ein bisschen schade. Aber gut, kann man nicht ändern. Wir haben unser Möglichstes getan. Genau, hier werde ich jetzt nämlich mal, das habe ich nämlich vorhin ein bisschen verpennt. Ach nee, das habe ich aber nicht bei den Gegnern verpennt mit dem Matra-Zauber, sondern bei irgendeinem anderen. So, Eris kann von mir aus angreifen. Ja, ich mag das nicht, dass die sich so aufplustern. Und wenn ich jetzt auf Beschwören gehe, MP notwendig. Wow, okay. Also kein Wunder, dass hier meine MP so schnell runtergehen, ne? Die Beschwörungen, die sind halt schweineteuer, aber irgendwie machen die trotzdem voll Spaß. Nee, ich glaube, ich werde ab dem nächsten Kampf nicht mehr so viel beschwören, sondern mir das wirklich für, ja, für irgendwelche schwierigeren, kniffligeren Bosskämpfe oder sowas aufbewahren, denn ja, ansonsten ist das, glaube ich, schon ein bisschen übertrieben. Denn selbst wenn ich bei diesen Gegnern hier oder auch bei den anderen Gegnern, die wir hier in der Region antreffen, immer wieder auf Angreifen gehe, also auf den ganz normalen Angriff, dann tut uns das ja auch nicht weh und auch dann räumen wir die recht schnell aus dem Weg. Deswegen ist das eine etwas zu dreiste und harsche Maßnahme, würde ich mal sagen. Nee, nee, ab sofort heißt das MP sparen, wobei... Nein, ich werde jetzt hier keine. Da mache ich lieber Beben, genau. Dann mache ich lieber Beben. Schade, dass sie das nicht auf beide machen kann, aber dann müsste ich das natürlich irgendwie mit einer Alle-Materia kombinieren. So, und bei ihr geht das eigentlich. Dieser Chocomog, der verbraucht nur 14, also weniger als die Hälfte von dem, was Tifas Beschwörung jetzt im Moment verbraten. Also wenn ich das jetzt hier nicht gerade falsch wieder in Erinnerung hatte, aber ich glaube, das waren 32 und 34 vorhin gewesen bei Tifa. So, und jetzt müsste er auch bald weg sein. Und ja, wir haben schon echt lange nichts mehr über Feindeskönnen gelernt, ne? Aber das kann ich ja sowieso nicht aktiv beeinflussen. Da muss ich dann immer so ein bisschen drauf hoffen, dass die Gegner auch den angreifen, der das gerade ausgerüstet hat. Weil das kam mir gerade wieder so in den Sinn, als ich diesen Vogelkick gesehen habe. Da muss ich dann wieder an diese komische Chocobo-Attacke denken. Oh, wie schön. Wir sind auf einer Riesenholzachterbahn. Wow, ey, das ist echt jedes Mal so ein Aha-Effekt, jagt den nächsten und in diesem Part hatte ich definitiv ganz schön viele davon. Ja, ein bisschen was haben wir ja doch geschafft. Ich hatte eigentlich so ein bisschen damit gerechnet, dass wir uns die Stadt angucken und dass ich draußen so ein paar Gegner schnetzel und erst im nächsten Part quasi mich auf den Hauptweg weiter begebe. Aber wir haben da schon ein bisschen vorgegriffen, finde ich gut. Hat mir ausgesprochen gut gefallen, was wir hier bisher gesehen haben. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht und hoffe, dass ihr mich dann auch wieder begleitet. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!